Ja, jetzt ist die Frage. Beschlagener Lederwams plus 2 zum beschlagenen Lederwams mit jede Menge Schnicki-Schnacki. War im Widerstandsboni. Rüstungsklasse wird nicht besser. Naja, okay. Sollten aber mal wieder von mir aus erstmal die Bolzen. Verschießen. Und auch Kugeln plus 1 in den Rucksack. Sagt bitte alle. Von mir aus auch die Feuerkugeln. Muss auf jeden Fall gucken, bevor wir den Lörmaster machen, dass ich beim Waldläufer noch Zeug kaufe. Was heißt magische Waffe in Gebrauch? Ach so, weil noch das Schwert in Gebrauch ist. Ja. Okay. Ja. Ich höre, ich tu's. So. Wieder ein Feldharnisch, den wir identifizieren können. Handschuhe. Schriftrolle. Noch ein paar Ringe. Ring der Handlungsfreiheit. Ach, du hast schon zwei. Da kriegst du mal einen Ring der Handlungsfreiheit. Noch ein Schutzring. Haben wir schon drei Schutzringe. Halskette, goldener Riemen. Ah. Wer hat noch keinen Gürtel? Du schaffst es jetzt, hast es jetzt irgendwie geschafft, die höchste Rüstungsklasse zu haben. Bin stolz auf dich. Langschild. Langschwert der Hand. Ein Angriff pro Runde. Das ist praktisch. Fürsprache. Weißt, was die andenken ist, du mal. Gibt es dafür noch den zweiten Remo-Harz? Handschuhe der Waffenkunst, ETW und Schaden. Wer trägt noch keine Handschuhe? Er, aber das bringt doch nicht viel. Was trägt sie denn? Sie trägt schon
Handschuhe der Waffenfertigkeit. Dann kriegt sie jetzt Handschuhe der Waffenkunst. Was trägst du für welche? Widerstandsfähigkeit gegen Kälte. Und dann kriegst du die und du kriegst die mit der Widerstandsfähigkeit. Das ist einfach nur ein Feldharnisch. Was haben wir noch? Nehmungsstab. Das ist manchmal ganz praktisch. Schutzamulett. Steine oder kleinere Kugel der Unverwundbarkeit. Stein haut 8 Stunden, Kugel hält 8 Runden. Was trägst du? 1 Intelligenz. Kann ich verwendet werden vom Bardekleriker? Da, da, da. Kann also nur von dir verwendet werden. Da. Dann packen wir den mal weg. Robe des neutralen Erzmagiers ist nicht sonderlich toll. Was ist los? Ja, natürlich. So, okay, was haben wir hier? Ein Amulett. Paar Tränke, Geld, ein Stock, noch ein Trank. Belagerung stecken. Magie bannen und Resistenz senken. Okay. Der Stab der Hand ist da nicht so gut, oder? Okay, der Stab der Hand ist ein ET, ist ein plus 3er, das heißt nur ein plus 2er, aber mit den Fähigkeiten gar nicht mal so schlecht. Ja, Abwehrarmbänder, die nichts mehr machen können. Ja. Magierzauber zweiter Grad plus. Also ein zusätzlicher Magierzauber des zweiten Grades bringt allerdings nicht so viel. Und eine Feuerschutzrobe. Wow. Sag, was du einverstanden. Wie kann ich helfen? Es soll geschehen. Oh, und wir sind überladen. So. Oh, bei dir ist das jetzt abgeklungen. Dann gehen wir mal hier wieder rein und rasten Gewiss. und sagen ihm hier, dass er Besuch hatte. Ich möchte mich ja nicht einmischen. Aber vielleicht sollten wir eine Rast einlegen. Ich habe zufällig euer Gespräch mit dem Herrn da draußen mitbekommen und wollte euch nur sagen, dass ich euch sehr dankbar für eure Hilfe bin. Was ihr getan habt, war weit mehr, als wir eigentlich vereinbart hatten. Vielen Dank. Bitte, könnt ihr könnte ich ein paar besondere Waren sehen? Besitzhaber zu töten macht mich ganz schön durstig. Wie wäre es, wenn ihr mir einen ausgebt? Wir müssen uns ausruhen. Habt ihr jetzt immer für die Nacht? Ja, gib mir einen aus. Dann trinken wir mal auf dein Wohl. Kriegen noch Erfahrungspunkte und einen Stufenaufstieg für 3 Ich bin Leute. müde. Wir müssen rasten. So, ETW um 1, zusätzliche Trefferpunkte und das war's auch schon bei dir. Erst 4., 5. und 7. Grad ein Zauber und 2 Trefferpunkte, okay. So, hier haben wir Punkte. Ich habe jetzt nicht gelesen, was sie gekriegt hat.
Ich weiß nur, sie hat schon mittlerweile sehr hohe Sagenkunde eigentlich. Ah, falsche Taste. So. Also, sie kriegt einen Zauber hier. Dann macht mal ruhig noch eine Heilung rein. Einen Zauber hier. Dann kriegt sie noch ein Schildes. Wobei, das war Berührung. Ah, ja. Aber hilft nur zwei Runden. Ah, nimm noch lieber so ein Ding. So, siebter Zauber. Noch ein Archonenschild wäre nicht schlecht. Eine Regeneration wäre auch nicht schlecht. Nee, noch ein Archonenschild. So. Jawohl! Dein Befehl weiter! Waren können wir es nochmal angucken, ob er irgendwas Besonderes hätte. Nein, aber wir können bei ihm die Abwehrarmbänder und die Stiefel der List verkaufen. Nee, ich glaube, die Schleuder, die wir haben, ist gut genug eigentlich, oder? Ist eine +3er-Schleuder, naja. Wenn ich noch einen Schritt machen muss, fallen mir die Füße ab. Einmal königlich schlafen. Ja, vorwärts. Du kannst ruhig den Belagerung. Ach so, ja, bei der. So. Sag, was du sofort. Jetzt gehen wir erstmal ein Stockwerk höher. Brauchst du mich? Schau mir ruhig zu. Und hier hinten im Schrank haben wir, glaube ich, all unser Zeug gebunkert. Ich hoffe mal, es war der Schrank, ja. So, dann bunkern wir da den Rest. Machen die Tür zu, damit wir wissen, dass das unser Zimmer Wie ist. kann ich helfen? In Ordnung. Vorwärts. So, jetzt können wir theoretisch erst Weiter. einmal zum. Das war ein Waukentempel, oder? Ja. Hier also dürften wir theoretisch ja auch Zeug verkaufen können. Und kaufen können. Bei Mauken ist der Händler Gott. Also müsste das hier eigentlich auch ein Händler sein. Wenn wir denn irgendwann mal reinkommen. Sofort. Ja, könnt ihr mich heilen? Ah, hier sind seine. Verdammt schönen Sachen. Das habe ich total übersehen gehabt. Die Unlogik ist ein Hammer. Ein sehr guter Hammer eigentlich. Weil das ist ein 1 bis 4 plus 4 plus 5 gegen gut und böse Wesen. Der Flegel ist aber auch nicht schlecht, oder? Das ist ein. Ah, geht so. Möglichkeit von Fleisch zu Stein für Ziel. Kinetischer Speer. Drei weiße Tauben. Ist ein Streitkolben. Wirksam gegen Untote und Wesen der unteren Ebene. Am Maunators Vermächtnis. Ist ein Bastardschwert. Gegen Untote brennendes Blut. Und einmal täglich Sonnenstrahl. Das Teil ist toll. Ja, wir verkaufen erstmal alles, was wir hier haben.
So. Waukens Verteidiger ist ein normaler Schild. Okay. Steinbrecher. Stärke plus 1. Schaden bei dem. Kann nur von Mönch und Mensch verwendet werden.